Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Magazin Spirit. Mit einer 500.000 Pilgern ist Maria Vesperbild einer der großen Wallfahrtsorte in Deutschland. Die Ursprünge dieser Gebetsstätte im schwäbischen Landkreis Günzburg reichen zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Über das vielfältige Geschehen an diesem Wallfahrtsort, über die Bedeutung der Gottesmutter Maria im Leben der Kirche und die Wirkungen des Pilgerns für Leib und Seele möchte ich heute sprechen mit dem Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Prälat Dr. Wilhelm Imkamp. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke. Ja, 500.000 Pilger etwa kommen jedes Jahr nach Maria Vesperbild, wenn auch nicht jeder unbedingt vielleicht in einen Gottesdienst geht, so wird aber Ihre Kirche regelmäßig voll sein. Müsste da ein gewöhnlicher Gemeindepfarrer nicht neidisch werden? Also ein Priester, egal in welcher Funktion, sollte sich vor dem Neid in jedem Fall hüten. Neid ist immer etwas Schädliches. Dann natürlich, die Zahl 500.000 ist eine Zahl, die in der Presse kursiert. Niemand hat gezählt, niemand steht mit der Stoppuhr da. Das Einzige, was wir zählen können und auch zählen, sind die Beichten. Und zwar in den Beichtstühlen haben wir diese Zähler. So können wir also sagen, dass wir zwischen 18.000 und 21.000 Beichten im Jahr haben. Und das ist eine Zahl, mit der kann man schon was anfangen. Ja, es gibt ja da einen großen Gegensatz. Wallfahrtsorte erleben einen regen Zulauf. Die Kirchen, ich habe es gerade angedeutet, sind oft voll, während ja in den normalen Gemeinden das kirchliche Leben immer mehr zurückgeht. Haben Sie eine Erklärung für diesen widersprüchlichen Trend? Ja, ich versuche immer, das auch darin zu sehen, dass in den Pfarreien häufig, man sollte sich vor allgemeinen Äußerungen hüten, aber es gibt in der Pfarrei den Trend, oder in vielen Pfarreien gibt es den Trend zur Eventisierung und Klamaukisierung des Sonntagsgottesdienstes. Und wenn ich also manchmal sonntags in die Gemeinde bei mir hineinschaue, dann weiß ich ganz genau, in welchen Pfarreien wieder also Hickiwucki los ist. Dann kommen die Leute. Also man sollte vielleicht etwas mehr die Menschen klar machen, was in der Heiligen Messe wirklich passiert. Denn wenn das klar ist, dann kommen die Menschen auch. Und ist so ein Wallfahrtsort wie Maria Vesperbild ein guter Ort, geeigneter Ort, um die Menschen wieder an die eigentlichen tieferen Geheimnisse des christlichen Glaubens heranzuführen? Ich hoffe. Wir legen in Maria Vesperbild Wert auf eine Verkündigung, die sich also sehr genau am Lehramt und an der Tradition der Kirche orientiert und versuchen den Menschen das ein Hauptgefühl zu vermitteln. Und das Hauptgefühl heißt, du sollst dich so wohlfühlen, dass du gerne wiederkommst. Das ist auch das Ziel bei der Beichte. Ich sage unseren Priestern auch immer wieder, wenn ihr im Beichtstuhl sitzt, euer Hauptziel muss sein, das Beichtkind muss gerne wiederkommen. Die Tradition der Wallfahrt nach Maria Vesperbild reicht sehr weit zurück. Sie geht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Damals sind sehr viele Wallfahrtsorte entstanden in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Ja, natürlich, damals war Deutschland in Trümmern. Damals war das Land zum Teil entvölkert, zum Teil zerstört. Der Dreißigjährige Krieg und in Bayern ganz besonders die Schweden haben also grässlich gewütet. Und in einer solchen Notsituation sind Menschen natürlich viel offener für Hilfen. Und da haben sie die Erfahrung gemacht, und zwar flächendeckend, Maria hilft. Und sie haben trotz der Not, in der sie waren, diese Hilfe Mariens auch dankbar dokumentiert durch Wallfahrtskirchen. So wurde Bayerisch-Schwaben, so wurde Schwaben, so wurde ganz Bayern zu einer Sakrallandschaft. Nicht zu einer Museallandschaft, zu einer Sakrallandschaft. Und wo die Not am größten ist, war damals die Hilfe am nächsten, weil der Glaube lebendig war. Es gibt auch an vielen Wallfahrtsorten Überlieferungen, dass es dort zu Gebetserhörungen gekommen ist, wahrscheinlich auch in Maria Vesperbild. Ja. Es gibt Mirakelbücher bei den großen Wallfahrtsorten. Bei uns selbst gibt es Mirakelbücher aus dem 18. Jahrhundert nur für 2 Jahre. Und ich habe etwas Schwierigkeiten damit. Das heißt,
Schwierigkeiten ist ein falsches Wort. Ich freue mich über die Mirakel, Gebetserhörungen. Ich freue mich auch über die zahlreichen Votivtafeln, auch die einfachen, schlichten bei uns an der Grotte, wo Menschen ihren Dank dokumentieren. Aber ich bin der Meinung, eine Gebetserhörung ist eine ganz intime Geschichte zwischen dem, der diese Gnade empfängt und erfährt, und der Gottesmutter. Und da sollte man auch die Diskretion walten lassen. Zum religiösen Leben, zur Frömmigkeit gehört auch die Tugend der Discretio, der Unterscheidung und der Diskretion. Man muss nicht über jede Gnade, die man im Leben erfährt, eine große Mitteilung machen. Es gibt das religiöse Intim, das geschützt werden sollte. Nur mal so dahingesagt, das ist ein Gedanke, der nicht so oft gesagt wird und an dem mir sehr viel liegt. Ist es denn trotzdem legitim, auch heute noch mit solchen Erwartungen zu einem Wallfahrtsort hinzupilgern? Viele Menschen haben eine große Not, die zu ihnen kommen. Darf ich erwarten, dass Gott in mein Leben eingreift? Natürlich. Gott greift auch in ein Leben ein. Wir sollten uns nur dafür hüten, ihm genau vorzuschreiben, wie er eingreifen soll. Die meisten oder viele Bittgebete sehen ja so aus, als ob ein Regisseur einen Schauspieler anweist, wie er etwas zu inszenieren hat. Liebe Gott ist keine Figur des Regietheaters. Kommen wir mal zu den Gnadenbildern. Sie haben gleich zwei Gnadenbilder an Ihrem Wallfahrtsort. Eine Pietà, auch Vesperbild genannt, und eine Statue der Gottesmutter von Fatima. Die Pietà ist das Gnadenbild, das dem Ort auch den Namen gegeben hat, Vesperbild. Nicht jeder wird wissen, was ein Vesperbild ist. Können Sie das kurz erklären? Also in Bayern weiß man zumindest, was ein Vesperbrot ist und was Vespern heißt. Das heißt Abend. Die Brotzeit am Abend. Vesper heißt der Abend auf Latein. Und ist dieses Gnadenbild ist sozusagen die Momentaufnahme vom Karfreitagabend. Die Leiche Jesu ist vom Kreuz herabgenommen worden und Maria in den Schoß gelegt worden. Und unser Gnadenbild hat etwas, was sonst kein Gnadenbild, keine Pietà hat. Und zwar der Zeigefinger der Hand Jesu ist gespreizt. Die Hand Jesu würde ja so runterfallen, anatomisch richtig. Bei unserer Jesus-Leiche fällt sie so runter. Und wo deutet sie dieser Finger hin? Auf den Tabernakel und auf den Priester, der vor dem Tabernakel steht. Unser Gnadenbild ist ein eucharistisches Gnadenbild. Maria deutet durch die Leiche ihres Sohnes auf den lebendigen Jesus hin. Das hat eine Dramatik, da bricht etwas auf, wenn man sich einmal diesen Weg des Zeigefingers verfolgt. Und es ist für den Priester, der dort am Altar steht und das heilige Messopfer feiert, eigentlich immer ein Oh. Man fühlt sich dann erst so richtig klein. Die Leiche, der Finger der Leiche Jesu zeigt auf dich. Was bist du? Das hat was. Kann man also sagen, dass dieses Gnadenbild sozusagen in das Zentrum des katholischen Glaubens hineinführt? Natürlich. Das Zentrum des katholischen Glaubens ist der Tabernakel. Und alles, was auf den Tabernakel hinweist, ist genau richtig und genau notwendig. Und unser Gnadenbild ist ein Tabernakelbild. Und das hat auch Sinn, denn Maria war ja der erste Tabernakel der Kirche. Und sie war 9 Monate lang Tabernakel unseres Herrn Jesus Christus. Und die früher so oft bespottete Tabernakelfrömmigkeit, die ist heute notwendig. Ich bekenne ganz offen, dass ich mich immer ärgere, wenn irgendwo die Tabernakel quasi versteckt werden in der Kirche. Wer in eine katholische Kirche kommt und den Tabernakel suchen muss, der kann sicher sein, dass diejenigen, die an dieser Kirche gewirkt haben, irgendwas nicht kapiert haben. Hört sich hart an. Ist aber so gemeint. Kommen wir zu dem zweiten Gnadenbild, zu einer Muttergottesstatue, der Gottesmutter von Fatima. Dieses Gnadenbild ist erst viel später nach Maria Vesperbild gekommen. Was hat es damit auf sich? Dieses Gnadenbild ist für Maria Vesperbild geschaffen worden. Mein Vorgänger hat um 1960 herum in der ehemaligen fürstlichen Sandgrube eine Fatima-Grotte errichtet und hat ihm ist die Figur aus Holz, aus Lindenholz geschnitzt, spendiert worden. Und dann stand die Figur da. Und das können Sie jetzt selbst nachvollziehen. Jeder, der nach Vesperbild kommt, kann es sehen. Diese Figur schaut einen an.
diese Figur dringt durch. Man setzt sich sozusagen dem Blick der Gottesmutter aus. Und zu jeder Tageszeit und auch nachts ist ihr Blick etwas anders und er ist lebendig. Hier spüren wir im Einklang mit der Natur die Wirklichkeit der Gottesmutter in unserem Leben. Und rührend sind da die vielen Votivtafeln, denen man die einfache Schlichtheit anmerkt. Es sind einfache, gläubige Menschen, die hier mit der Natur und in der Natur die Symphonie der Dankbarkeit gegenüber der Gottesmutter zum Ausdruck bringen. Und diese Symphonie der Dankbarkeit rührt die Herzen. Und ich kann immer nur sagen, kommen Sie und setzen Sie sich dem Blick dieser Gottesmutter aus. Das ist es. Nun trägt dieses Gnadenbild den Titel Gottesmutter von Fatima. Nein. Das werden auch nicht alle Zuschauer wissen. Nein. Welche Bedeutung, welche Botschaft steckt dahinter? Also in Fatima ist 1917 die Gottesmutter erschienen. Und übrigens, die Katholiken feiern weltweit im Jahre 2017 zuerst einmal die Erscheinungen von Fatima. Und vielleicht noch 100 Jahre Bischofsweihe von Papst Pius XII. Als Katholik haben wir also 2017 genug zu feiern. Wir brauchen nicht unbedingt auf Feiern verschiedener Konfessionen zurückzugreifen, um in Feierlaune zu kommen. Wir freuen uns natürlich, wenn die anderen feiern, freuen die sich, freuen wir uns auch, dass sie sich freuen, nicht unbedingt über das, weswegen sie sich freuen. Also 1917 erschien die Gottesmutter in Fatima und sie hat uns da eine Nachhilfestunde gegeben, das heißt mehrere. Ich sage immer De Novissimis, eine Nachhilfestunde über die letzten Dinge. Himmel, Hölle, Fegfeuer. Und das sind die großen Defizite des, mindestens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch heute noch, dass wir viel zu wenig von Himmel, Hölle und Fegfeuer reden. Vor allen Dingen auch vom Fegfeuer, das ja eigentlich der Ort der Barmherzigkeit Gottes ist. Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich in der Existenz des Fegfeuers. Wenn es nur Himmel und Hölle gäbe, wer von uns hätte dann eine Chance, in den Himmel zu kommen? Und wenn Sie meinen, Sie hätten eine, sollten Sie doch zur Beichte gehen, weil Sie sich selbst überschätzen. Also die Botschaft von Fatima hat viel zu tun mit den entscheidenden Komponenten des menschlichen Lebens. Die Botschaft schaut über das irdische Leben hinaus und sie hat viel mit Umkehr zu tun. Ja. Wir lernen bei Fatima neu einige Kapitel der Dogmatik, die auch in der Ausbildung der Priester leider heute noch nicht einmal mehr unterbelichtet sind, sondern schlichtweg gar nicht vorhanden sind. Mit diesen letzten Dingen hat vielleicht auch das Hochfest Maria Himmelfahrt zu tun, das in Maria Vesperbild besonders feierlich begangen wird. Welchen Stellenwert hat dieses Fest für den christlichen, für den katholischen Glauben? Es handelt sich um die Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel. Das ist das letzte marianische Dogma, ein großes Geschenk Pius XII. Und es zeigt dem Menschen die Zukunft. Maria im Himmel, das packen wir auch. Mit Maria ist ein Stück Mensch im Himmel und mit Maria ist ein Mensch im Himmel in seiner weiblichen Verfassung. Also ist eine Frau im Himmel. Ich kriege immer die Krätze und werde auch sehr ärgerlich, wenn es heißt, die katholische Kirche sei so frauenfeindlich. Das war sie nicht und das ist sie nicht. Denn Maria ist im Himmel, nicht irgendein Mann, Maria ist im Himmel. Und am 15. August haben wir abends immer eine große Lichterprozession draußen an der Grotte, die Messe. Und ich versuche immer auch einen besonders aussagekräftigen Bischof oder Kardinal zu bekommen, einzuladen, damit die Menschen merken, Maria hat uns etwas zu sagen und wir sind nicht alleine mit dem Glauben, mit diesem Glauben, dass Maria uns was zu sagen hat. Und dann findet ein Vertreter des Lehramts, stärkt die Menschen und zeigt auch seine Solidarität mit den Menschen. Wenn er über viele tausend Kilometer anreist, wie letztes Jahr Kardinal Monsengo von Kinshasa, dann
sagt das auch etwas über die Verbundenheit durch den Glauben aus. Wir befinden uns im Jahr der Barmherzigkeit. Papst Franziskus hat es ausgerufen und er hat ein Schreiben dazu verfasst. In diesem Schreiben erwähnt er auch die Wallfahrtsorte. Er schreibt, ich zitiere, an diesen heiligen Orten machen ja tatsächlich viele Pilger die Erfahrung der Gnade, die sie im Herzen trifft und zur Umkehr führt. Können Sie als Wallfahrtspfarrer diese Aussage von Papst Franziskus bestätigen? Natürlich. Der Papst hat ein sehr waches Empfinden für die Volksfrömmigkeit und als guter Jesuit und als noch besserer Lateinamerikaner weiß er um die Volksfrömmigkeit. Die Jesuiten waren die großen Improvisatoren und Impresarios der Volksfrömmigkeit. Und in Lateinamerika ist das Herz der Volksfrömmigkeit sowieso ganz besonders intensiv, der Herzschlag der Volk ganz besonders intensiv. Und diese beiden Erfahrungen schenkt der Papst uns in Europa jetzt. Wir sollten genau hinhören auf das, was er sagt und wie er es sagt. Und wir sollten einfach im Fall der Barmherzigkeit uns intensiv auch mit Barmherzigkeit beschäftigen. Ich bin sehr, sehr beunruhigt, dass wir häufig auch in unserer Kirche von Barmherzigkeit reden und gleich im nächsten Satz wieder Menschen ausschließen. Gibt es Barmherzigkeit nur für geschiedene, wiederverheiratete und verpartnerte Homosexuelle? Gibt es keine Barmherzigkeit für Steuerhinterzieher? An diesen Beispielen merken Sie schon, wie wir mit Barmherzigkeit umgehen sollten. Wir sollten es nicht als Keule in der Tagespolemik benutzen. Wir sollten es auch nicht dazu benutzen, um irgendwelche Reformziele oder Pseudoreformziele durchzusetzen, sondern wir sollten es benutzen im Alltag. Wenn mir jemand sagt, die Barmherzigkeit verlangt, dass man Geschiedene wieder verheiratet zur Kommunion lässt, dann gebe ich zur Antwort, die Barmherzigkeit verlangt zuerst mal, dass du jetzt in diesem Moment nett zu mir bist. Damit fängt es nämlich an. Da sind die Schwierigkeiten dann da. Man liebt die Fernen, man ist mit den Fernen barmherzig, aber den Nächsten, seinem Gegenüber, den tritt man kräftig. Also es scheint sehr viel mit dem alltäglichen Leben zu tun zu haben. Papst Franziskus spricht in dem Zitat, das ich vorhin gebracht habe, von Gnade. Wie kann man heutigen Menschen den Begriff Gnade verständlich machen? Naja, ich glaube, dass die Menschen schon verstehen, auch heute verstehen, was Gnade ist. Zum Beispiel dieser furchtbare Mensch aus Hamburg oder jedenfalls aus einer der Hansestädte, Richter gnadenlos. Also, wenn ein solches Wort kursieren kann, wissen Menschen schon, was Gnade ist und was gnadenlos ist. Gnade ist ein Geschenk. Etwas, was man nicht herbeizwingen kann, was nicht in der Verfügbarkeit von Laboren und Fließbändern ist, sondern was irgendwo geschenkt ist, was wir empfangen können, aber nicht schaffen können. Die Gottesmutter Maria wird gelegentlich auch als Mutter der Barmherzigkeit bezeichnet. Es gibt in der katholischen Kirche einen berühmten Hymnus, Salve Regina, fast 1000 Jahre alt. Er beginnt mit dem Vers Salve Regina Mater Misericordiae, sei gegrüßt, du Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Was will dieser Titel der Gottesmutter besagen? Dieser Vers aus dem Salve Regina steht unter unserem Gnadenbild auf silbernem Hintergrund, barock, schwarz. Die Mutter der Barmherzigkeit, ja? Wenn Gott ist barmherzig, Gott ist die Barmherzigkeit, Jesus ist die personifizierte Barmherzigkeit. Deswegen kann die Gottesmutter natürlich Mutter der Barmherzigkeit sein. Und sie ist es auch qua Mutterschaft. Denn nur eine Mutter, die fähig zur Barmherzigkeit ist, ist eine Mutter im Vollsinn. Zur Mutterschaft gehört die Fähigkeit, barmherzig zu sein. Wo diese Fähigkeit fehlt, verrät sich eine Mutterschaft selbst. Versuchen Sie einmal, sich eine nicht barmherzige und unbarmherzige Mutter vorzustellen. Sie haben vorhin schon die Votivtafeln erwähnt.
Zeugnisse davon, dass die Gottesmutter Maria geholfen hat, dass Gott geholfen hat, dass Menschen in ihren Nöten ja eine neue Orientierung gefunden haben, dass tatsächlich vielleicht sich bestimmte Knoten gelöst haben. Kann man diese Gebetserhörungen auch als einen Akt des barmherzigen Handelns der Gottesmutter bezeichnen, sozusagen aus dem Himmel heraus? Natürlich, natürlich. Die Gottesmutter schenkt uns aus dem Himmel heraus das Gefühl ihrer Gegenwart unter uns. Im Grunde ist jede Gebetserhörung das befreiende Gefühl der Gegenwart der Gottesmutter in meinem konkreten Alltag. Und es ist herrlich, wenn Menschen dieses Gefühl so auch noch in Stein meißeln und an unsere Grotte hinstellen. Das ist ein Glaubenszeugnis. Das sind Glaubenszeugnisse, selbstverständliche, einfache Glaubenszeugnisse, und die wir ernst nehmen sollten. Die Votivtafeln, nicht nur in Maria Vesperbild, sondern in allen Wallfahrtsorten, sind ja Dokumente der Gegenwart Mariens. Im Leben eines konkreten Menschen, der da steht, meistens auch noch mit Datum. Also, wenn wir das ernst nehmen und zur Kenntnis nehmen, wird das Leben nicht unbedingt für uns alle leichter. Nicht leicht, aber leichter. Denn die Gottesmutter ist da. Welche Erfahrungen können Pilger machen, die sich auf den Weg machen, einen Wallfahrtsort zu besuchen? Welche Wirkungen, welche Folgen kann das für das Leben haben? Alles, was Sie sich vorstellen können. Es ist so, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich zum Beispiel eine lange Wallfahrt nach Lucht mache oder die kleine Wallfahrt zwischendurch. Maria Vesperbild ist eher etwas für die kleine Wallfahrt zwischendurch, die man aber dann auch häufiger machen sollte, am besten jeden Sonntag. Und immer bei der langen und bei der großen Wallfahrt ist es der Aufbruch aus einer zuerst mal gewohnten Umgebung, eben aus dem Alltag. Und man bricht aus dem Alltag aus, aber nicht, um vor dem Alltag zu fliehen, sondern um gestärkt in den Alltag zurückzukehren. Wallfahrten ist nie Weltflucht, ist nie Flucht aus dem Alltag, sondern heißt Stärkung für den Alltag. Also ich würde sagen, wer sich regelmäßig die kleine Wallfahrt zwischendurch leistet, der erhöht seine Lebensqualität. Und zwar im umfassenden Sinn des Wortes. Dazu gibt es reichlich Gelegenheit. Wir sind fast am Ende der Sendung angekommen. Wer jetzt nach Maria Vesperbild pilgern möchte, wo findet er nähere Informationen, zum Beispiel zu Ihrem Wallfahrtsprogramm? Ja, wir bringen jedes Jahr ein Jahresprogramm heraus, den Wallfahrtskalender, den man anfordern kann. Der wird kostenlos zugeschickt per Post. Wir sind im Internet präsent, www.mariavesperbild.de. Wir sind auf Facebook mit Maria Vesperbild und mit meinem Namen. Sie können kostenlos einen Newsletter bestellen, dann bekommen Sie alle Nachrichten von Maria Vesperbild. Manchmal eine Betrachtung zum Sonntag, viele Bilder. Der Renner war zuletzt unsere Kleintiersegnung, der Wallfahrtsdirektor mit Möpschen. Wir versuchen also sowohl Lustiges wie Besinnliches auch im Internet präsent zu halten, aber auch die Menschen, die auf Print stehen, wo ich persönlich auch, was ich auch lieber habe, die bedienen wir mit unserem Wallfahrtskalender für das ganze Jahr, immer von Palmsonntag zu Palmsonntag. Also nicht von Neujahr zu Neujahr, sondern Palmsonntag zu Palmsonntag. Mit der Karwoche geht's los. Maria Vesperbild, ein Wallfahrtsort, wo man neue Kraft schöpfen kann, vielleicht auch neue Orientierung gewinnen kann für sein Leben. Herr Prälat Dr. Imkamp, vielen Dank für das Gespräch. Und Gottes Segen für Ihr Wallfahrtsgeschehen an Ihrem Wallfahrtsort. Dankeschön. Das war Spirit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.